Tradition trifft Moderne, Spitzensportler trifft Amateur und Berlin trifft den Weißen Bär. Zum Jubiläum des Weißen Bären von Berlin zieht es die gesamte Fechtwelt nun schon seit mehr als einem halben Jahrhundert in die Hauptstadt zu einem der größten Degenfechtturniere der Welt. Vor 60 Jahren hat sich ja niemand damit gerechnet. Mehr als 230 Fechter aus 27 Nationen kreuzten ihre Klingen mit einem Höchstmaß an technischer Brillanz bei der 60. Ausgabe, um am Ende die Trophäe des Weißen Bären der königlichen Porzellanmanufaktur Berlin in den Händen zu halten. In spannenden Vorrunden und K.O.-Kämpfen duellierten sich Spitzensportler und Amateure mit blitzschnellen Reaktionen auf der Planche. Emotionen blieben hier natürlich nicht aus. Für die Profis ist der Weiße Bär viel mehr als ein Prüfstand für anstehende Wettkampfherausforderungen. Ein Qualifikationsturnier hier fechten, das international stark besetzt ist, mit so viel Tradition in einer Räumlichkeit, die vor Historie platzt. Die Rede ist natürlich vom Austragungsort des heiß begehrten Galafinals, dem historischen Kuppel. Dieser wurde 1936 eigens für die Fechtwettbewerbe bei den Olympischen Spielen errichtet. Voller Euphorie und Aufregung auf das größte Highlight des Herren-Degen-Turniers füllte sich der Kuppelsaal rasch. Bevor die Profis die Halle betraten, standen erst einmal die Finalgefechte der Jüngsten auf dem Programm. Etwa 50 fechtbegeisterte Kinder duellierten sich an diesem Tag im internationalen Schüler-Florett-Turnier, dem kleinen Weißen Bären. Auch der Berliner Staatssekretär für Sport Alexander Czembrycki hat erfahren, dass Fechten bei den Jüngsten immer beliebter wird. In Berlin auf dem aufstrebenden Ast haben zunehmende Mitgliederzahlen. Wir sind hier mit dem Kuppelsaal im Olympiapark. Nun ist es soweit, der große Moment, auf den alle hingearbeitet haben, das Galafinale des großen Bären. Aus über 230 Fechtern stehen sich zum Schluss nur noch der Titelverteidiger Tristan Thulin aus den Niederlanden und der Däne Patrick Jørgensen gegenüber. Zuvor hatte Jørgensen in einem anspruchsvollen, hochkarätigen Gefecht knapp den besten Deutschen Lukas Bellmann besiegt. Dennoch kann Bellmann zu Recht auf seinen dritten Platz stolz. Ich habe die Niederlage gut verdaut und freue mich im Nachhinein sehr über den dritten Platz. Es war mal wieder ein super Turnier, gut organisiert, super Stimmung. Auch im Kuppelsaal hat mir echt Spaß gemacht, auf der Hochbahn fechten zu dürfen. Nervenkitzel, Anspannung und Konzentration sind Thulin und Jørgensen in die Gesichter geschrieben. En garde, Thulin und Jørgensen geben sich keine Blöße. Es war ein enger Kampf, es ist ein enger Kampf. Nach spannenden Wettkampfminuten heißt der Sieger des Gesamtturniers wieder einmal Tristan Thulin, der sich kurz vor Ende doch noch mit dem Quäntchen Glück durchsetzen kann. Ihm ist der Triumph von der Titelverteidigung bravourös gelungen. Das fechtsportliche Niveau hätte dabei nicht besser sein können. I feel the pressure in the bouts a bit more than last time. So winning at first is difficult, of course, but today was really more difficult than last time for sure. Falls Thulin nächstes Jahr der Hattrick gelingen sollte, würde er Geschichte schreiben. Niemand hat es in den vergangenen 60 Jahren geschafft, den Weißen Bären dreimal in Folge zu gewinnen. Oder vielleicht triumphiert auch wieder mal ein Deutscher. Bis zum 61. Weißen Bären zählen wir schon die Tage rückwärts und freuen uns sehnlichst, wenn es wieder heißt, Tradition trifft Moderne. Spitzensportler und Amateur in Berlin auf den Weißen Bären.